Hallo. So, was sagst du zum Wetter, ha? Was? Na, für mich passt's, gell? Nein, ich muss jetzt sagen, dort, wo sie den Schnee brauchen, haben sie ihn momentan, gell? Ich bin ja aus St. Peter in da, also wir haben keinen, also Niederösterreich, also ich brauche ihn auch nicht. Nein, ich bin ja kein Winter. Sportler. Das letzte Mal Skifahren war unfreiwillig. Ja, wir haben es genötigt. Ja, na pass auf, das war so. Das war an dem Tag, wo wir von der Arbeit nicht gleich heim sind, sondern. Die Frauen wissen Bescheid. Ja, aber ich bitte über nichts dafür können. Hey, hallo. Nein, schuld war der Arbeitskollege. Weil der hat gesagt, gehen wir noch mit in unser Stammtschechel. Da hat nämlich eine neue, junge, attraktive Kölnerin angefangen. Also, mit extrem schönen Augen. Was ist das? So, wir kommen rein, also wir gehen rein, wie wir reingehen, ist da gestanden, die alte Könnerin. Aber ist ja wurscht, hat uns die alte Könnerin die erste Runde Seil gebracht. Und weißt du, wie es ist, gell? Na, und wie dann die alte Könnerin meine Runde gebracht hat, die neunte, war die gar nicht mehr so schier. Also, Na, die hat dann schon ausgeschaut wie eine Märchenprinzessin, gell? Und ich schaue der Märchenprinzessin in die Augen, auf einmal rührt sie was. In meiner Hosen. Ich schaue der noch tiefer in die Augen und da war es wieder dieses. Vibrieren. Schweißbeeralsapper schon auf der Stirn gestanden. Ich schaue der noch tiefer in die Augen und da war es wieder dieses. Bis ich gemerkt hab, das Handy hat geklingelt. Pimpel. Und dann sagt diese mir vertraute Stimme am Telefon, alles Gute zum Hochzeitstag. Dü. Das ist aber lieb. Alter, die gratuliert mir. Zum Hochzeitstag. Alter, das müsst ihr mal für ihr Pferd hoch. Das schlechte Herz. Ja, wenn ich hab, oder sie auch. Alter, ich hab gewusst, ich was vergessen. Da hast du schon am Hochzeitstag vergessen? Streber! Jetzt war aber das mir, neben meinen Arbeitskollegen, war mir das peinlich. Ne? Ich habe jetzt zu meinen Arbeitskollegen einfach gesagt, ja, da hat sich einer verwirrt. Naja, nein, der wollte den Hermann Mayer sprechen. Ja. Nein, ist ja nicht verwunderlich, weil ich fahre mindestens so gut wie der. Nein, ich will schon. Hey, bitte, da lasse ich mir die linke Hand. Den rechten Fuß hinterm Bugel zusammenbinden, bin ich noch immer schneller. Was will der Schneebranze, hä? Ich weiß nicht was. Sagt der Arbeitskollege zu mir, red nicht so großkuschelt daher, weil sonst kannst du schon mitfahren mit dem Sonderzug von St. Valentin nach Zell am See. Oder traust du nicht? Und du darfst gleich nicht. Na, was soll ich drauf sagen? Ich hab dann gesagt, wann soll ich wo sein? Aber am 5. am Bahnhof St. Valentin. Puh, Alter, schon in eineinhalb Stunden. Mein Arbeitskollege hat gesagt, also der hat mich heimgeführt und hat gesagt, er holt mich wieder an. Ich daheim rein. Reißt den Kosten an. Jetzt ist der Kosten voller Gewand.
Wie, der Mensch überall gehabt hat, war der Kosten leer und das Schlafzimmer voller gewandt. Weil mein Ski überall war ganz hinten und ganz unten. So, überall hab ich. Well, puh. Da hat der Hund gesehen. Pfah, das tut weh, gell? Pfah, Gebiste. Die denken sie an's, die Kalorien. Kennt ihr Kalorien? Das sind diese kleinen Viecher, die da über die Nacht den Kosten des gewandten Kleinen an. Ich hab den Kosten an Kalorienbefall, Herrste. So war der überall nur super, weißt du? Na wirklich, mintgrün, mit violette Aufnäher und links und rechts weiße Streifen alle. So überall habe ich, was brauche ich nun? Ski. Ah, in der Garage. Ich mit meinem Skioverall die Stirn habe. Also schön flott. Na, die ersten Stufen habe ich ja bravourös gemeistert. Habe dann in der Mitte der Stiege eine leichte Konzentrationsschwäche gekriegt. Habe dadurch mit dem linken beim rechten Fuß eingefahren. Hab dadurch den Stufenkontakt verloren und bin dann im freien Fall runter ins Ziel. Alter, ich bin da unten aufgeschlagen. Also, da hätte der Hirsch ja geschaut. Also Ziel ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ja, Garage. Ne? Treffender war eigentlich Saustall. Ja, aber gefunden habe ich alles, nur nicht das, was ich gesucht. Da habe ich gefunden den völlig verdreckten Griller von Sommer. In Aluguss-Christbaumständer. Vor Weihnachten. Und ich will mich in den Dreck und ich will mich in das Klumpert rein. Schau her. Da ist mein alter Opi Corsa. Und ich hab schon geglaubt, den haben sie mir gestohlen. Da waren sie meine Ski. Ich hab's gefunden, meine Ski. Bitte, die waren euch. 1986. 2,15 Meter lang. Die Stahlkanten links und rechts. Ja, verrostet, wurscht. Also überall habe ich Ski, habe ich. Stecken habe ich auch. Stecken habe ich, Ski habe ich, überall habe ich. Was brauche ich nun? Schon genau, wo sind sie? In Köln, richtig. Na, wer hat recht gehabt, bei den Schürzen gestanden unten in Köln, gleich neben der Heizraum, dir, gleich neben dem Katzenklo. Na, dann war er schon da, der Wichtige. Also, ich habe alles benannt, mein Arbeitskollege war schon da. Wir haben das ganze Klumpert dann bei ihm im Kofferraum reingehauen. Ja, wir waren ja dann pünktlichst am Bahnhof St. Valentin. Da waren viele Leute. 700 Leute. 1400 Ski und 1400 Stecken und ein Zug. Ja, aber es ist ja ausgegangen. Ja? Weil die Ski haben einig schlicht, wie soll ich das jetzt erklären? Kennst du dich aus in einem Zug? Kennst du in einem Waggon? Kennst du aus in einem Waggon? Wir haben die Ski quasi ins Vorhaus von. Weißt du, was ich meine? Gleich wie so wie vom Scheißhaus. Haben wir. Ja, da ist ja so ein. Weißt du, was ich meine? Ja, dann red mit mir. Damals Zubik. Was? Siehe die Ski vor die anderen. Die haben lauter so kleine Trinker gehabt. Denke mir, Frau Halle, da wollen Ski fahren und fahren mit den Kindern Ski. Die Männer haben weibliche Ski gehabt. Die waren alle detailliert. Ich habe so viel lachen müssen. So, die Ski haben wir zugeschlicht. Ich auf meinem Platz. Ja, und ich bin gut gesessen, bin ich gleich einmal. Auf einmal reiß mich. Ja, oh, ja. Sind jetzt die Leute? In dem Waggon fällt die Hälfte Leute.
Wo sind die? Die können jetzt nicht alle am Klo sein. Noch nicht in einem Zug. Ich gehe in den nächsten Waggon. Jetzt fällt da die Hälfte Leute. Geh in den nächsten Waggon. Und da bist du dann gehört. Ich bin dieser Musik gefolgt und auf einmal stehe ich drinnen, mitten im Tanzwaggon. Und da ist die Post gegangen. Halligalli, halb sieben in der Früh, jeder schon ein Frühstückchen in der Hand. Ja. Ich habe nur meinen Kopf beeilt und im Takt mitgeklatscht. Alter, da war Halligalli, da war ein DJ, der 100 aufgelegt. Das ist so, Après-Ski, was ist das so? Wisst ihr, was ich meine? Was ist so? Ich fand sie irgendwo alleinen. Wen? Wen hat er gefunden? Ich fand sie irgendwo. Ja. Oder da geht's zur Sache hin. Die Vorarlberger, die kennen's, verschiss. so viel Leute. Auf alle Fälle, könnt ihr euch die Stimmung vorstellen? Halligalli, Vollgas, alle voll gut drauf, bis auf zwei. Alter, die haben gesponnen. Das waren Kölner. Die sind mit dem Bierflaschel da gegeben, nicht zusammengekommen. Die haben so viel gesponnen, was die haben so das Merkel-Gesicht aufgesetzt. Sie... alle voll gut, aber was die Pippi fein eingekriegt, was die da haben. Brote gehabt mit Schinken, Eier, Käse, Pippi-Fein. Auf einmal ertönte die Stimme aus dem Lautsprecher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir in 17 Minuten erreichen wir den Zielbahnhof Zellner. Halt den Beinbruch, meine Damen und Herren. Die Rückfahrt findet statt um 17 Uhr. Einen angenehmen. Alle am Platz, ich sofort zurückgewechselt, hab die meine Skischuhe angezogen und ich war ja. Der erste bei den Ski, habe dann noch warten müssen, bis die anderen ein bisschen geklumpert. Weil die meine waren ja ganz hinten. Ne? Gesehen habe ich es eh schon vor der Weiden. Ne? Das bringt ja nichts. Ne? Das ist ja voll. Wie ich dann endlich meine Ski gehabt habe, ja, waren die anderen alle weg. Alle. Ich bin ja dann mit meinen Skisteckern und Skischuhen, springe ich beim Waggon aus. Was sehe ich? Nix. Der Pfeifen klingt. Das geht schon mit den Skischuhen, gell? Vom Bahnhof Zell am See bis zur Talstation Zell am See habe ich dreimal nichts gesehen. So, dann komme ich zu mir. Lass mir das Drehkreuz nicht rein. Ich hab dann schon hindrehen, so ein Klumpert, hab ich es vorhin schon gehört. Na los! Mach doch! Alter, ein Biffchen. Wenn ich die schon her, wie solche Carving gehabt, ich bin nicht gleich narrisch. Hey, Hammerer, schrei nicht Vierer! Bleib der Hammer, was du nicht auskennst! Braucht euch eh keiner erst! Was soll ich machen, wenn das klumpert ist? Na los, muss ich nur die Carving reinstecken, du! Bin sicher! Da musst du von Deutschland kommen und mir sagen, dass ich die Karten, du wichtiger da! Die Frau, die Karten muss ich einstecken. Recht hat er gehabt. So, jetzt komme ich in diese Talstation rein. Warte, steh so da. Die kennt sich aus in so einer Talstation. Da kommt die Gondel so um die Kurven um. Die Gondel wird langsamer, wird langsamer, wird langsamer. Ich warte. Dass die Gondel, bis die Gondel stehen bleibt. Gut, die nicht. Kommt die nächste? Die nächste kommt um Kurven um, wird langsamer, wird langsamer, wird langsamer. Ich warte, bis die Gondel. Ich lasse ja alles hin. Hab ich es vorhin schon wieder gehört. Na los! Mach doch! Du schon wieder! Gefällt dir die Gondel nicht? Hammer! Bitte schau mir
gesagt, schreien den Vierer! Wenn du jetzt stehen bleibst, der auf der Drehkehrst, was soll ich machen? Jetzt sag ich dir nur was, lernt sie mir Fußball spielen! Ich sag nur Cordoba, ha, ha, ha! Das merkst du bis heute noch nicht. So, dann hat aber der nette Liftwart auch schon gemeint. Ich konnte mir einsteigen. Und ich wollte mich dann todesmutig in die fahrende Gondel einstürzen. Bringe die Ski nicht hin. Ich bring die Ski und die bleibt nicht stehen, verstehst du? Ich bring aber auch die Diagonale, ich bring die Ski nicht ein. Weil ich habe eine Stresssituation gehabt. Dann kommt der Liftwart, reißt mir die Ski aus der Hand und stellt sie rein in den Gondelmistkübel, der da außen montiert war, verstehst? Und mich schert er rein in die Gondel. Depper der Gondelkübel, ey. Das ist aber wahr. Da sind wir hereingesessen. Ich und mir vis-à-vis die drei Deutschen. Ich habe dann nichts mehr gesagt. Na, wer kriegt da mit die drei Wichtigen? Also, ich will dann gar nicht. Ich wollte dann die Aussicht genießen. Ja? Und wie ich mit Handschuh die angrennte Scheimo. Der Trottel, da geht's ab. Ja, bist du? Und die Trottel schon raus, geht das? Bleibt ganz ruhig sitzen. Rührt sich. Bitte rührt sich. Und ich war da mit. Mir hat so viel gerissen. Mir hat so geschreckt, dass sich die Eier von den belegten Broten von mir wieder gasförmig verabschiedet haben. Ja. Alter, der Hund hat einen Schmalz gehabt. Weißt du, was ich meine? Was du dem hast, am Vortag gesoffen hast? Also, Alter, der Hund hat ein anderer Heil da in Gesicht. Weißt du, wird selber Pillen hergedruckt. Also, der Hund. Puh. Der linke und der rechte haben die Köpfe beim Fenster draußen. Und der in der Mitte. Gib mal Latte. Der Mittlere hat sich am meisten gefreut, wie wir oben angekommen sind. Weil der hat ihn zusammengeschnuffelt. Vierte!